Liebe Zuschauer, wir haben heute zwei Experten bei mir im Studio, von denen wir erfahren, wie es unserer heimischen Wirtschaft jetzt zu der Corona-Krisenzeit so geht. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Wirtschaftsförderung des Landkreises Coburg und der Stadt Neustadt, Sandra Franz und Martin Schmitz. Herzlich willkommen. Ja, Herr Schmitz, die Wirtschaft steht in großen Teilen still. Die Unternehmen haben Kurzarbeit angemeldet. Viele kleine Unternehmen haben wirklich Existenzängste. Schildern Sie doch mal, wie ist die aktuelle Lage hier im Landkreis? Ja, die Corona-Krise trifft unseren Wirtschaftsraum mit voller Wucht. Das muss man so konstatieren. Und es geht vielen Unternehmen im Moment nicht gut. Und insofern tun wir gut daran, auch die Wirtschaft im Blick zu haben und sie zu unterstützen. Wir haben auf der einen Seite natürlich unsere kleinen Unternehmen, die direkte Dienstleistungen für uns alle erbringen. Die sind unmittelbar betroffen, aber auch nicht zu vergessen unsere exportorientierte Industrie, die auch von der weltweiten Corona-Krise getroffen ist. Keine einfachen Zeiten. Frau Franz, wie sieht es jetzt aus in der Stadt Neustadt? Wir haben ja auch eigentlich alles vom Kleinunternehmer bis hin zum Global Player. Ist die Situation ähnlich? Ja, ist vollkommen vergleichbar im Landkreis. Wir sind ein Teil des Landkreises und die Unternehmer trifft es alle gleich, ob klein, ob groß, durch die Bank. Okay. Welche Branchen sind jetzt von der Corona-Krise besonders betroffen, Herr Schmitz? Und wo liegen denn die Ursachen dafür? Sie haben gerade schon angesprochen, es gibt ja die weltweite Krise und es gibt aber auch das hier vor Ort. Also zunächst mal sind es jene Betriebe, jene Branchen, die von den staatlich angeordneten Schließungen unmittelbar betroffen sind und dementsprechend keine Umsätze mehr machen. Die Umsätze gehen auf null zurück und sie werden eben voll getroffen und dementsprechend müssen sie schauen, wie sie mit der Krise im Moment umgehen. Also beispielsweise Restaurants? Zum Beispiel Restaurants, unsere Gastronomiebetriebe, die Hotels sind betroffen, die Friseure als Beispiel. Ja. Das sind Unternehmen, die wir direkt vor Ort haben und dementsprechend die in die Krisenmodus reingegangen sind. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin schon erwähnt, unsere Industrie, sie leidet darunter, dass Liefer- und Absatzketten unterbrochen werden, dass Vorprodukte nicht mehr geliefert werden können, dass Absätze nicht mehr getätigt werden können. So kann man es beispielsweise in der Kunststoffverarbeitung oder in der Automotive-Industrie sehen, die nicht nur Kurzarbeit angeordnet haben, sondern tatsächlich auch die Produktionen stillgelegt haben, weil die großen Automobilhersteller das Gleiche getan haben, schon vor Wochen. Und dementsprechend ziehen unsere Betriebe dann konsequenterweise nach, müssen nachziehen. Okay. Frau Franz, mit Blick auf Neustadt, wie flexibel oder auch kreativ können denn eventuell Unternehmen oder Selbstständige reagieren hier in diesen Corona-Zeiten? Gibt es da Beispiele dafür, wie man sagt, Mensch, ich habe mir irgendwas überlegt, wie ich einigermaßen durch diese Krise hindurchkomme? Ja, da gibt es ganz spannende Entwicklungen. Also zum einen gucken viele dann, was ist eigentlich meine Kernkompetenz? Jetzt nehmen wir mal die Firma Sauer als Beispiel einfach. Die machen jetzt hauptsächlich Plastikflaschen für Desinfektionsmittel. Also die werden in der Medizintechnik hinten nach gebraucht. Oder guck mal nach Tann, da ist gerade der Hotspot für die Mund. Ja, Schutzmasken darf man immer sagen, ich sage immer Mundmützen, also Festartikel Müller und Dollbody, die nähen jetzt einfach diese Masken, die sie dann auch eben weiter veräußern. Oder andere Dienstleister im Telekommunikationsbereich, die beschäftigen sich mit dem Thema, wie kann ich viele Mitarbeiter in Homeoffice schicken, was gibt es für Möglichkeiten mit dem Telefon beispielsweise. Also die suchen ihre Nische. Und vielleicht nur so ein Beispiel, hat mir neulich dann jemand berichtet, die haben ein Modegeschäft und die haben dann die Kamera auf dem Kopf, so wie die Fahrradfahrer, und machen dann Online-Modenschauen im Geschäft und beraten die Kunden individuell, nach dem Motto, guck, das habe ich heute im Angebot, ich schicke es dir zu, okay, kannst du daheim testen, ja, und super, so suchen sie ihren Weg. Also das ist schön, dass man dann auch sehen kann, es gibt Unternehmer, die da versuchen wirklich einfach noch ein bisschen sich über Wasser zu halten mit solchen doch kreativen Ansätzen. Herr Schmitz, jetzt gehe ich mal davon aus, dass ein Unternehmen tatsächlich im Vorfeld kaum mit diesen riesigen Dimensionen in der Krise gerechnet hat. Welche Unterstützung kann denn die Wirtschaftsförderung des Landkreises in dieser prekären Situation bieten? Ich denke, finanzielle Hilfen sind es nicht. Die müssen eher vom Staat und vom Land kommen. Ich will es mal in vier Punkte aufgliedern. Die finanzielle Unterstützung, die haben Sie angesprochen. Da sind wir sozusagen die Broker, die Informationsbroker, die den Unternehmen helfen,
wie sie an diese finanzielle Unterstützung rankommen, okay, an die Soforthilfen. Mhm. Wir unterstützen auch am Weg zur Bank, wenn es um zinsvergünstigte Kredite geht, versuchen das so weit aufzubereiten. Heißt das, dass ich mich dann direkt an Sie wenden kann als Wirtschaftsförderin? An mich oder meine Kollegen von der Stadt Coburg, die auch einen guten Job machen, und natürlich Sandra Franz, die heute mit dabei ist. Mhm. Das Zweite ist das Aufzeigen von Möglichkeiten im Bereich der Steuerstundungen, im Bereich auch der Kurzarbeit. Auch da haben wir eine kompetente Kollegin, die da beratend zur Seite helfen kann. Wir haben einen Arbeitskreis Wirtschaft installiert, bestehend aus Vertretern der Industrie- und Handelskammern. Die Kollegen machen da einen tollen Job, der Handwerkskammer, aber auch der Bundesagentur für Arbeit. Der dritte Punkt, nicht unwichtig meiner Meinung nach, wir haben es im Vorfeld schon gehabt, ist die moralische Unterstützung. Manchmal einfach nur zuhören, dem Unternehmer ein Stück weit moralisch zur Seite stehen, weil die Krise ist für manchen wirklich dramatisch, und insofern ist es auch mal gut, ein offenes Ohr für den Unternehmer und seine Belange zu haben. Und last but not least wird es auch manchmal sehr, sehr pragmatisch, Stichwort Aiwanger Rollen. Der Wirtschaftsminister hat Stoff besorgt und wir sorgen dafür, dass aus dem Stoff tatsächlich dann auch Masken werden. Und da helfen uns unsere tollen Polstermöbelbetriebe in der Region, die ursprünglich in die Kurzarbeit wollten, aber der ein oder andere hat gesagt, ganz spontan, da lasse ich meine Leute da und die nähen für euch die Masken. Großes Kompliment an die Wirtschaft. Und das ist das, was Mut macht. Die Region hält zusammen, wenn es in die Krise geht. Frau Franz, Sie haben es gerade gehört, es gibt sehr viel Gesprächsbedarf, Beratungsbedarf. Was sind so die Kernprobleme, die momentan auf Sie zukommen in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, die wandeln sich. Am Anfang, die ersten Fragen waren sofort nach der Soforthilfe. Wie kann das laufen? Ja. Jetzt geht es weiter mit dem Thema, Mensch, meine Mitarbeiter, die haben mit der Kinderbetreuung Probleme und ich brauche aber die Mitarbeiter, wie können wir damit umgehen? Mhm. Beispielsweise, ja, das heute beispielsweise aktuell habe ich die Anrufe bekommen, oh, jetzt gibt es noch 500 Euro für Pflegekräfte, wie gehen wir denn damit um? Da ist es halt manchmal leider so, dass von der großen Politik was verkündet wird, man aber unten noch nicht sagen kann, wie es einfach umgesetzt wird am Ende des Tages. Da müssen auch wir immer abwarten, auch wir wissen dann nicht mehr als der Bürger, der sich informiert. Wie sehen da momentan die Kommunikationswege aus? Telefon, E-Mail oder gibt es da auch andere Möglichkeiten, die Sie da jetzt nutzen? Ach, das ist komplett verschieden. Also ich meine, den persönlichen Kontakt haben wir ja schon vor längerem reduziert und jetzt ja komplett eingestellt im Rathaus beispielsweise. Aber natürlich E-Mail, Telefon. Ich habe neulich mit jemandem geskypt. Man greift auch mal wieder aufs Fax zurück, wenn man schnell was kommunizieren muss. Dann schickt man halt mal ein Fax hin, dann haben sie es direkt vor Ort. Ja, und was wir vielleicht als Stadt jetzt noch machen, das ist dann ab Ende der Woche aktuell, wir machen diesen Kommunenfunk, dass wir auch immer gleich unsere Bürger zeitnah informieren können. Ist gerade am Aufbau, wie gesagt, Ende der Woche. Genau. Beim Landkreis gibt es das schon. Das ist ein gutes Informationsmedium. Wir haben es gerade gehört und Sie haben es auch geschildert, Herr Schmitz. Der Handlungsbedarf ist in diesen Tagen enorm. Sie sind jetzt nicht alleine. Sie haben ein Team. Aber trotzdem, wie groß ist der Aufwand? Wie sehr sind Sie unter Druck und können diesen ganzen Handlungsbedarf stemmen mit Ihrem Team? Also die Wirtschaftsförderung war nie dafür bekannt, dass es ein 9-to-5-Job war. Das heißt, wir kommen schon von einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir tun unsere Aufgabe gerne, aber natürlich ist jetzt ein Stück weit Schatten auch über die ganze Entwicklung. Das heißt, man hat es nicht mehr so oft mit den positiven Investitionsfällen zu tun, gibt es auch noch, aber natürlich seltener, sondern es ist der Krisenmodus. Und dementsprechend kann ich mich auf mein Superteam mit 5 Leuten verlassen. Wir fahren sicherlich auch Sonderschichten, also das Wochenende geht da auch mit rein. Die besondere Herausforderung ist im Moment sicherlich auch die, dass wir im Landratsamt Coburg eine 50-50-Aufteilung der Belegschaft haben. Das heißt, 50% der Leute arbeiten vom Homeoffice aus. Okay. Wir tun das dementsprechend mit Videokonferenzen und dergleichen. Und ich denke, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind auf jeden Fall jederzeit für unsere Unternehmen ansprechbar. Mhm. Stoßen Sie irgendwo an Ihre Grenzen? Also ich meine jetzt nicht unbedingt die Arbeitsbelastung, obwohl die auch sehr hoch zu sein scheint. Ich meine eher so Themen, wo Sie sagen, da kann ich Ihnen jetzt wirklich gerade nicht helfen. Wir arbeiten halt in den Leitplanken, die uns vorgegeben sind. Ich hätte liebend gerne den berühmten schwarzen Koffer gefüllt mit viel, viel Geld, kommunalen Mitteln, die ich auch als direkte Wirtschaftsförderung ausreichen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Da gibt es ganz klare Spielregeln auf der europäischen Ebene und direkte Wirtschaftsförderung ist uns Kommunen verwehrt. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was der Staat zu bieten hat.
Und das wenden wir in voller Konsequenz an und versuchen, die Mittel, die bereitstehen, und es sind ja nicht wenige, tatsächlich auch in die Unternehmen in unsere Region zu bringen. Herr Schmitz, wir haben es gehört, sowohl der Bund, sowohl als auch der Freistaat Bayern haben verschiedenste Hilfspakete in Aussicht gestellt, die die Unternehmen und auch die Selbstständigen unterstützen, enormes Volumen. Welche Hilfen sind denn da jetzt für welche Zielgruppen gedacht? Also die wichtigste Hilfe sind die Soforthilfen, die der Freistaat und der Bund bieten. Das sind Zuschüsse, verlorene Zuschüsse, die Unternehmen für sich vereinnahmen können in der Krise, wenn Liquiditätsengpässe und Liquiditätslücken auftreten. Das ist gestaffelt nach Unternehmensgröße. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass die Liquiditätshilfen eher für die kleineren und die mittelständischen Unternehmen gedacht sind. Wir reden hier von Zuschüssen zwischen 9.000 und 50.000 Euro, je nach Unternehmensgröße gestaffelt. Die sind relativ problemlos mittlerweile zu beantragen mit einem Online-Formular und die Bearbeitung geht einigermaßen zügig. Es ist natürlich ein Riesenrun auf diese Mittel da und dementsprechend wurden auch die Kapazitäten freistaatseitig vergrößert. Aber wir versuchen tatsächlich auch die Mittel schnell hierher zu bekommen. Die zweite Möglichkeit, und da spreche ich jetzt schon von den größeren Unternehmen und die Unternehmen, die vielleicht auch mittelfristig schon planen können, das sind die zinsvergünstigten Darlehen. Das sind die Förderbanken der LFA und der KfW in allererster Reihe, mit denen man aber nicht unmittelbar zu tun hat, sondern es gilt das Hausbankprinzip. Das heißt, dort müssen die Unternehmen auf ihre Hausbanken zugehen und um die entsprechende Durchleitung dieser Mittel bitten. Die Haftungsfreistellung der Hausbanken sind nochmal angehoben worden. Das heißt, wir reden von 90% Haftungsfreistellung. Und dementsprechend hoffen wir, dass natürlich auch dieses Mittel gut zum Tragen kommt. Das bedeutet quasi, dass die Kredite schneller oder leichter vergeben werden, weil die Banken da nicht die Angst haben müssen, dass sie da in Haftung treten müssen. So sollte es sein. Ja. Die Banken selber haben da noch das ein oder andere kleine Problemchen, das noch gelöst werden muss, politisch gelöst werden muss. Hier geht es letztendlich darum, über bestimmte Aufsichtsregeln für die Banken. Okay. Die dürfen da auch nicht so freischalten, sondern am Ende des Tages müssen sie ja auch gegenüber dem Steuerzahler gewährleisten, dass der ausgegebene Kredit auch aus öffentlichen Mitteln gegebenenfalls zurückbezahlt wird. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeiten der Unterstützung über Steuerstundungen. Möchte ich jedes Unternehmen ja letztendlich animieren, darüber nachzudenken. Von der Gewerbesteuer angefangen über die anderen Steuerarten gibt es da auch vielfältige Möglichkeiten. Ansprechpartner Nummer eins sind dort die Finanzämter und last but not least auch schon rege genutzt das Modell der Kurzarbeit. Auch dort gibt es hervorragende Beratungsstellen, einen zum Beispiel auch in Neustadt bei Coburg mit Connect, die uns da ganz, ganz toll unterstützen. Und insofern haben wir eigentlich für jedwede Branche, jedwedes Unternehmen einen ja, mannigfaltigen Blumenstrauß an Unterstützungsmöglichkeiten, die, und lassen Sie mir das nochmal ganz, ganz deutlich sagen, auch relativ unkompliziert in Anspruch genommen werden können. Wie ist so Ihre Erfahrung mit den Reaktionen tatsächlich der Unternehmen? Also werden diese Hilfen auch in Anspruch genommen hier bei uns? Auf jeden Fall, und zwar zuhauf. Die Anzahl der Anträge spricht Bände und die Förderstellen, da bitte ich auch teilweise ein bisschen um Nachsicht unternehmerseitig, die sind wirklich an ihren Grenzen. Ich weiß, dass die Agentur für Arbeit Wochenenddienste macht, was das Thema Kurzarbeit trifft. Die Regierung von Oberfranken hat 100 Leute, die Anträge bearbeiten und auch übers Wochenende durcharbeiten. Also insofern, jeder ist da hinterher und bereitet das auf. Die Unternehmer sagen, die das in Anspruch nehmen, das ist gut, was der Staat macht, das ist gut, was die öffentliche Hand macht. Sie sagen aber auch, es dauert zu lange, trotz allem. Und sie sagen, es ist zu wenig. Ich höre nicht selten das Wort der Tropfen auf dem heißen Stein. Und trotzdem ist es eine erste Hilfe, die einfach mal Luft zum Atmen schafft, um letztendlich den weiteren Weg durch diese Krise, die wir alle durchstehen müssen, gemeinsam durchstehen müssen, letztendlich vorzubereiten und ja am Ende mit Erfolg zu bestehen. Frau Franz, diese Hilfen werden offensichtlich hier gebraucht bei uns vor Ort und sie werden auch in Anspruch genommen. Es sollen ja Soforthilfen sein. Sind tatsächlich schon Gelder hier angekommen? Was hören Sie? Ja,
Also teilweise ja, teilweise dauert es einfach noch. Das, was der Martin Schmitz gesagt hat, da muss man wirklich um Verständnis für die Kollegen bei der Regierung bitten, weil die werden überrollt. Die geben wirklich an der Basis ihr Möglichstes. Ja. Auch die haben mit den Herausforderungen zu kämpfen, die ich am Anfang erwähnt habe. Es wurde verkündet, es gibt Soforthilfe, aber es gab noch gar keinen Antrag. Mhm. Also ganz am Anfang hieß es einfach, schreibt uns mal eine E-Mail. Und das wird alles aufbereitet. Am Anfang konnten wir es auch noch mit Papier hinschicken. Jetzt geht es halt, geht's nur noch in Anführungsstrichen online, einfach auch um die Kollegen zu entlasten. Mhm. Ja, wie gesagt, der eine hat schon, der andere noch nicht. Genau, sind Ihre, oder was Sie als Reaktionen hören, ist es das ähnlich wie aus dem Landkreis, dass die Leute sagen, es ist schön, aber es müsste eigentlich noch mehr sein? Ja, klar. Okay. Herr Schmitz, im Landkreis Lichtenfels haben wir gehört, gibt es tatsächlich die erste durch Corona ausgelöste Insolvenz, der Automobilzulieferer Moll. Müssen wir befürchten oder gibt es vielleicht tatsächlich schon Anzeichen, dass noch mehrere Insolvenzen hier in dem Landkreis auf uns zurollen werden? Es ist aus meiner Sicht nicht die Zeit, im Moment über Insolvenzen zu reden und schon gar nicht über Insolvenzen einzelner Unternehmen. Eine Insolvenz ist ein komplexer Vorgang, an dem mehrere Ursachen hintergründig sind. Und insofern bin ich da sehr, sehr vorsichtig, zumal es nicht um Unternehmen, das Sie ansprechen, aus unserem Landkreis geht. Was man aber diesbezüglich konstatieren kann, ist der Fakt, dass wir dramatischen Zeiten entgegengehen. Mhm. Mit jedem Tag, mit dem dieser Shutdown in Deutschland existiert, wird es für die Wirtschaft, wird es für das einzelne Unternehmen schwieriger, diese Krise letztendlich zu bestehen. Und deswegen sind diese enormen staatlichen Hilfen aufgebaut worden. Und man kann eigentlich nur sagen, dass es so schnell wie möglich wieder anfahren muss, weil ansonsten mag ich mir nicht ausmalen, was da auf unser Land zurollt. Gegebenenfalls auch mit dem einen oder anderen Unternehmen, was tatsächlich tief in eine existenzielle Krise stürzt, die nicht von heute auf morgen behebbar ist, wenn sie überhaupt behebbar ist. Okay. Sie sind mit den Unternehmen ja tatsächlich im engen Kontakt. Was raten Sie als Wirtschaftsförderer den Unternehmen, die jetzt tatsächlich schon sehen, oh, es wird tatsächlich jetzt eng? Wie können die sich verhalten? Also mein Rat Nummer eins ist, nicht in Schockstarre verharren, sondern Hilfe suchen, Hilfe annehmen, zum Beispiel bei den Wirtschaftsförderungen in Stadt und Landkreis, in der Stadt Neustadt. Auch die Kammern sind hervorragende Ansprechpartner, sowohl die Industrie- und Handelskammer zu Coburg als die Handwerkskammer für Oberfranken. Gehen Sie zur Bundesagentur, sprechen Sie auch mit Unternehmerkollegen, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das Wichtigste ist, glaube ich, bei unserem Unternehmen, dass man sich auf die Stärken besinnt, dass man sich konzentriert darauf und bewahrt das, was man sich letztendlich aufgebaut hat und im Start wieder klug einzusetzen. Man muss am Ende des Tages für die Wende, für den Wiedereinstieg in das Wirtschaftsleben, und ich hoffe, dass das sehr, sehr bald kommt, muss man bereit sein. Und deswegen sollten Sie die Zeit jetzt nutzen, um dementsprechend auch vorbereitet zu sein, wenn es dann wieder losgeht. Okay. Jetzt haben wir die Arbeitgeberseite tatsächlich ganz gut beleuchtet. Frau Franz, in diesen Tagen bangen aber auch sehr viele Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz. Welche Beratungsangebote können Sie denn diesen Betroffenen empfehlen? Also bei mir melden sich hauptsächlich die Arbeitgeber. Mhm. Wirtschaftsförderung ist klassischerweise das Ganze. Aber da fällt es auch hinein, dass ich den Arbeitgebern sage, hört mal auf die Ideen, die eure Arbeitnehmer haben. Ja. Weil jetzt ist die Zeit dafür, mal zum Nachdenken. Also wir sind ja, oder viele sind im Hamsterrad drin und jetzt sind sie gezwungen, ein bisschen rauszutreten, ein bisschen ruhiger zu sein, und dann hat man die Zeit zum Nachdenken. Und da sind Mitarbeiter, die ganz tolle Ideen haben, die sagen, mein Chef, wir könnten doch das und das machen. Mhm. Und da zahlt sich's aus, wenn der Chef offen für ist und sagt, ja, stimmt, gute Idee. Also genau, gemeinsame Lösungen finden, ein bisschen zur Kinderbetreuung und so, haben Sie ja vorhin schon angesprochen. Das sind natürlich auch ganz wichtige Impulse, die jetzt da... Die man da einfach tun kann. Und so als Beispiel jetzt auch, wie die Schreinerei Übelhack, die macht jetzt so diesen, ich sage immer Spuckschutz, weiß nicht, wie es richtig heißt, mit diesem Plexiglas, mit Klaus Meyer zusammen. Ja. Und man sagt, Mensch, das können wir anbieten, es wird jetzt benötigt, es ist wichtig für die Leute, und dann kann man da einfach weiterhelfen. Mhm. Ja, gut, das ist so... Jetzt hoffen wir mal, wir haben es ja schon gerade angesprochen, dass irgendwann dieser Corona-Spuk tatsächlich mal vorbei ist. Wie lange wird denn Ihrer Einschätzung nach, Herr Schmidt, der Wirtschaftsstandort Coburg brauchen, um sich wieder von diesen Einschnitten erholt zu haben, die es jetzt gab? Das lässt sich
leider nicht seriös beantworten. Okay. Also ich wäre ein echter Scharlatan, wenn ich mich da jetzt zu einer Prognose hinreißen lassen würde. Diese Corona-Krise hat keine landkreisweite Dimension, auch keine Bayern- oder bundesweite Dimension, sondern wir reden von einer globalen Krise, auch einer globalen Wirtschaftskrise, globalen Rezession. Das wird europäische Nachbeben haben in der Wirtschaftswelt. Das sehen wir schon an den Aktienindizes. Es wird, wie ich schon gesagt habe, globale Dimensionen hervorbringen. Und als exportorientierte Nation, zu der auch der Industrielandkreis Coburg in entscheidendem Maße beiträgt, können wir diesbezüglich eben keine gesicherten Prognosen im Moment abgeben. Lassen Sie mich vielleicht so sagen, vielleicht geht es am Ende des Tages gar nicht darum, zur Alterstärke zurückzukommen, sondern vielleicht müssen wir lernen, neue Stärken aufzubauen und zu neuer Stärke zu kommen. Mhm. Das wird unsere Philosophie und unsere Strategie sein müssen, meiner Meinung nach. Würde an das anknüpfen, was Sie eben auch schon gesagt haben, so ein bisschen neu denken und sich neu aufstellen. Überhaupt gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, das wäre das Ziel von allen, denke ich. Wie kann man das erreichen? Also ist es überhaupt zu erreichen? Ja, gilt das Gleiche für mich, was auch der Kollege Martin Schmitz gesagt hat. Wir fahren derzeit auf Sicht. Mhm. Wir wissen nicht, was passiert. Mhm. Aber eins würde ich gerne noch anfügen, weil vorhin die Frage nach den Arbeitnehmern war. Ja. Genau, ja. Wir haben ja natürlich noch Connect bei uns im Haus. Also ja. Die hat man vorhin ja mal am Rande angesprochen. Richtig. Connect ist damals in der Krise entstanden, als es ja um die Siemens-Schließung ging. Ja. Und die haben sich weiterentwickelt und stehen jetzt dieser neuen Krise natürlich wieder voll offen gegenüber, die auch dann einfach andere Wege gehen mit Online-Coaching und all diesen Dingen. Und da können sich auch beide hinwenden, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und da müssen wir neue Dinge einfach entwickeln. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für dieses sehr interessante Interview. Ich denke, wir haben viele Impulse gebracht und das Wichtige ist einfach zu sagen, durchhalten und den Kopf nicht allzu sehr hängen lassen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften.